Hallo ihr Lieben, ich bin's Xali und wir sind wieder bei Niche in der Early Access Version auf Steam Version 0.0.7 Folge 3 und ich habe gerade den Spielstand wieder geladen und sehe, dass der Spielstand Cutiehausen heißt und ich muss aber ehrlich sagen, so ganz akkurat ist das nicht wirklich. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, wir haben hier unsere Isanala, die schon fast auf dem letzten Loch pfeift. Und Kirno, der ist noch relativ vital. Der ist eigentlich ihr Sohn. So ein Stammbaum wäre irgendwie total klasse. Der ist eigentlich ihr Sohn, aber auch der Vater ihres ungeborenen Kindes. Oh Gott, wie gruselig das ist. Oh nein, this animal is sick. Okay, es hat eine Erkältung. Ah, das ist das Symbol. Ich dachte immer, das ist irgendwie das Symbol für was anderes. Nämlich für, dass irgendwas mutiert ist oder so. Aber nein. Okay. Gut, huch, das war falsch. Und wir haben das süße Takiria hier gefunden. Der ist doch echt niedlich, den werden wir hier gleich mal uns holen. Und da ist noch zu fressen, okay. Also der muss jetzt auf jeden Fall erstmal hier reinkommen, damit er da nicht angegriffen wird, würde ich sagen. Und der nächste Tag bricht an und wir holen uns hier gleich erstmal das zu fressen. Okay, und das Viech ist definitiv krank. So, jetzt erstmal hier her mit dem Futter. Her mit dem Futter, nochmal her mit dem Futter. Und er muss, glaube ich... Wann ist das ein... Ach, das ist ein Männchen. Sie ist ein Weibchen. Das heißt... er muss eigentlich sie noch schwängern, damit wir noch hübsche Babys bekommen. Und ich hoffe, dass ich sie dann noch in das Nest schaffe, bevor sie drauf geht. Das wäre irgendwie ganz gut. Und er hier ist noch so wahnsinnig gesund. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass es dem dann gut geht und der gesund bleibt. Und warum hast du denn eine Erkältung? This animal is sick. Common cold. Okay. Aber er ist ja hier im warmen Gebiet. Ah, okay. Wir haben schon wieder nichts zu fressen mehr. Dann würde ich sagen... Oh Gott, sie wird sterben. Oh. Die kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Vielleicht doch. Wow, der hat überhaupt keine Sicht. Schaut euch das mal an. Der kann kein einziges Feld weit gucken. Das ist natürlich irgendwie nicht gut. Ich meine, er kann riechen. Drei Essen haben wir so. Du kannst sonst nicht hier runtergehen. Kommst du da dran? Nee. Ich meine, er kann das hier angreifen. Okay, das ist natürlich super. Das ist so die Möglichkeit für... Ich glaube, man muss wahrscheinlich irgendwie über 5 Angriff haben. Dann kann man die Bärenbüsche auch angreifen, anstelle, dass man sie nur aberntet. Ich meine, das ist natürlich nicht total verkehrt. So, da kommen wir nicht dran. Männlein. Okay, wir haben jetzt nur noch hier, die Isanala ist auch schon wirklich ziemlich fertig. Das sind alles Männchen. Alles Männchen, das ist das einzige andere Weibchen, das ich habe. Was zur Hölle? Okay, der ist noch nicht alt genug. Okay, dann wollen wir da mal nicht zu weit gehen. Würde ich sagen, okay, du musst dein Baby bekommen. Gut, dann sparen wir uns das Essen doch mal auf. Nein, warum ist sie jetzt tot, bevor sie das Baby kriegen konnte? Mann, oh! Und warum kannst du dich nicht bewegen? Warum kannst du hier nicht weggehen? Das ist doch auch nicht in Ordnung. Mann. Okay, erstmal Hasen. Futter ist wichtig. Baby aus dem Nest.
Das sind alles Männlein. Ich habe nur noch Männchen. Kein einziges Weibchen mehr. Okay. Das ist das. Das ist mein einziges Weibchen hier. Das ist. Auf dir beruht das Schicksal meiner Kolonie. Oh Gott, warum bist du nur so hässlich? Jetzt habe ich genug zu fressen und ich weiß immer noch nicht, was diese grünen Punkte bedeuten. Oder ist das das Leben? Ich weiß es nicht. Ist das... Not sure. Vielleicht ist das auch das Leben. Warum? Was bedeutet das, wenn die leer sind und was, wenn die voll sind? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ich verstehe auch nicht, warum er sich hier nicht bewegen kann. Warum kannst du dich nicht bewegen? Oh Mann, ey. Oh, es ist alles traurig. Nichts kann ich machen. Wo sind die Karnickel? Ja, mit den Karnickeln. Ha! Kann ich dich jetzt angreifen, Hase? Nein? Ah! Okay, jetzt kann er sich hier wieder bewegen. Der war vorher von der Kolonie abgeschottet oder so, kommt mir vor. Und schon wieder kein Essen mehr. Kann hier nicht mal was nachwachsen? An irgendwelchen Büschen? Ich meine, der Busch hier, den habe ich auch gekillt. Es hilft ja alles nichts. Kann der den Hasen da unten angreifen? Ich glaube auch nicht. Mein einziges hübsches Männlein und mein anderes hübsches... Ah, okay, zwei habe ich immerhin. Aber ich kann nichts machen. Der Hase muss einfach näher kommen. Komm, kleiner Hase. Nice. So. Hätten wir das schon mal geklärt. Okay, jetzt haben wir schon wieder kein Essen mehr. Toxic Body habe ich entdeckt. Na super, braucht kein Mensch. Meine Viecher auch nicht. Warum kann ich die nicht angreifen? Warum ist da immer ein Feld dazwischen? Hier auch nicht. Und dann verschissen sich die Hasen immer. So richtig weit weg. So, es ist hier jetzt erwachsen. Ja. Immerhin. Oh, yes! Unter Einsatz meines Lebens werden hier die Sachen gesammelt. Männlein, Männlein. Okay, das heißt, wir bringen jetzt mal hier die hübschen Jungs in Position for the mating, würde ich sagen. Okay, sie hat ein Baby bekommen. Das Baby darf noch nicht raus. Der andere Hübsche ist jetzt gestorben. Auch nicht okay. Sie hat noch ein bisschen zu leben. Er hat noch ein bisschen zu leben. Vielleicht haben wir eine Chance. Was ist mit dir hier, Nudok? Du bist auch schon so gut wie fertig. Ich meine, vielleicht schaffst du es ja da oben zu dem Bärenbusch hin. Wer weiß. Oder du. Das wird alles nicht funktionieren. Die sterben ja alle nur. Oh Mann, es tut mir so leid. Und die können nicht mal die Beeren absahnen hier. Das geht alles nicht. Warum bin ich so schlecht? Ey, das ist, glaube ich, nicht so besonders nett, sich anzuschauen, weil ich hier die ganze Zeit nur am Rumheulen bin. Oh, ja, hier ist ein Hase. Her damit. Hier mit dem Fressi, Fressi, Fressi. So, kleines Baby, du kannst jetzt hier hingehen und du kannst hier reingehen und den Rest sparen wir uns, glaube ich, auf. Der hat noch genug Leben, sie hat noch genug Leben, also da kriegen wir vielleicht dann doch noch ein paar Babys raus. Ja, muss natürlich nach der Mutter gehen. Warum kann es nicht nach dem Vater gehen? Der ist so süß. Okay. She's caring for her baby. So. Alles klar.
raus aus dem Nest. Noch ein Männchen, warum nicht? Es ist so schrecklich. Okay. Ein hässliches Männchen, aber er kann Beeren sammeln. Das heißt, kann sie überhaupt Beeren sammeln? Nein, natürlich kann sie nicht Beeren sammeln. Okay. Hasen im Überfluss. Raus aus dem Nest. Rein ins Nest. Muttchen wird das wohl noch überleben, oder? Schon. Gut. Nächste Nacht. Ich sag euch, Leute, das ist anstrengend. Dieses Spiel ist einfach echt anstrengend. So, ein bisschen Futter. Yay. Sehr gut. So. Die werden wir jetzt einfach lassen. Das Baby ist nach seiner Mutter, ist nach seinem Vater gekommen. Schaut euch das mal an. Wie super. Ich meine, wir können die kleine Isis hier, die ist glaube ich noch nicht alt genug. Bald ist sie dann alt genug. Dann kann Papi auch mit der kleinen Isis. Och, es ist gruselig. Es tut mir so leid. Es ist einfach, dieses Spiel ist gemein. So. Geh mal dahin. Schnell einsammeln. Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig gut funktionieren wird. Komm, Vanro, wir gehen. Ich meine, er kann zwar keine Kakteen hier abbauen, wollte ich schon gerade sagen. Aber immerhin kann er sich aus der Gefahrenzone begeben. Ich glaube sowieso, wir sollten uns eher so in diese Richtung orientieren. Fati, du bleibst da. Ihr bleibt alle da. Wir brauchen jetzt hier das eine Food, damit das Baby, das süße, neue, kleine, hübsche Baby, hier weg kann. Haben wir noch was Futter, das wir einsammeln können? Guck mal, das sollte doch eigentlich gehen. Kriegt natürlich Schaden. Aber das ist momentan unsere einzige Quelle, um was einzunehmen. So. Okay, Daddy. Es tut mir leid, du musst hier leider noch ein bisschen deines Amtes walten. Da sind Viecher, das müssen wir jetzt erstmal lassen. Ich meine, hey, immerhin leben wir noch. Immerhin leben wir noch. Oh, und das zweite Baby ist auch hübsch geworden und es ist ein Mädchen. Ah, sehr gut. 7 Angriff. Ich meine, die werden sich wirklich richtig gut wehren können. So, komm, dich opfern wir hier einfach für die Beeren. Gut. Ein bisschen aufdecken geht ja, aber nicht zu viel. So. Okay, nächster Tag. Ich meine, es ist jetzt zwar eine... Nein, warum ist das Baby jetzt krank? Wahrscheinlich eine Erkältung, weil es regnet. Not sure I like it. So, sie lebt, er lebt. Er ist schon fast erwachsen. Sie ist jetzt eigentlich schon erwachsen. Okay, die sind beide tot. Und wir haben kein zu fressen mehr. Vielleicht kommt hier gleich nochmal ein Karnickel bei uns in die Nähe. I would appreciate it. So, ein Baby. Und es ist hässlich. Und die Mutter ist krank. Und das Baby ist hässlich. Na gut, Daddy. Ich meine, was wir machen können ist... Du kannst mal... Oh Gott, ist das gruselig. Diese Inzucht, I'm so sorry. So, Kukuis ist jetzt, glaube ich, am Ende ihrer Fruchtbarkeit angelangt. Und ist leider schon tot. Das Baby kann noch nicht aus dem Nest raus. Ich meine, sie... Ich habe einfach kein Essen, deshalb sollte ich die einfach nicht zu weit moven. Daddy ist hier auch schon fast tot, aber er ist schon fast erwachsen. Ich meine, es geht nur ums Überleben, oder? Vielleicht sollte ich irgendwie ein bisschen die besser züchten, sodass sie nicht so
nicht so leicht von dem Wasser anfällig sind. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Ich wünschte, ich wüsste mehr über dieses Spiel, um dann auch ein bisschen gezielter züchten zu können, sage ich mal. Aber das soll noch nicht sein. Sie ist auch ein Mädchen. Ich meine, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, aber sie soll sich mal da oben hinsetzen. Sie hat auch genug Angriff. Du setzt dich hier rein. Und Daddy... Ich meine, das sollte doch funktionieren, oder? Ah nein, Daddy ist tot! Nein, Daddy ist tot! Oh. Gott, die sind alle miteinander verwandt. Schaut euch das mal an, das ist so schrecklich. Und die machen jetzt auch noch Babys miteinander. Nein! Bist du jetzt schon erwachsen? Oh! Sweet! Sie sollte jetzt eigentlich bis hier reinkommen. Yes! So können wir nämlich dann zwei Babys auf einmal züchten. Die Isme bleibt hier. Ich meine, jetzt haben wir gerade kein Futter, deshalb bewegen wir uns nicht zu viel. Aber er kann dann immer so hin und her zwischen den beiden Nestern springen, würde ich sagen. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. So. Ich meine, es tut mir wirklich leid, dass es aber Darwin, aber die Hässlichen werden geopfert, oder? Oh Gott, warum bist du denn so schier? Bisschen hat er noch zu leben. Okay, ich meine, du bist hübsch, liebe Rasi. 7 Angriff ist auch nicht verkehrt. Dich bewege ich hier nicht herum, solange du potenziell Futter. Hat aber jetzt natürlich nicht so viel Leben. Das heißt, es könnte sein, dass irgendwie drauf geht. Yes! Warum kann die noch kein Essen einsammeln? Baby, komm hier weg. Das Baby, dem geht's auch ganz gut. Rasi bleibt da stehen. Ach nee, Rasi kann, sie ist schwanger? Nee, sie ist nicht schwanger. Warum ist sie denn nicht schwanger? Wir haben halt nicht genug Nester. Hier schon mal raus. Ach Gott, wir brauchen Futter. Ich muss das Futter da oben aufsammeln. So. Das haben wir schon mal. Du kannst da mal weg. Du Kleine kannst da mal weg. Jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall genug Futter. Und wir können natürlich auch die großen Viecher jetzt jagen gehen. Weil wir jetzt definitiv genug Angriff haben. So, kommt ihr noch bis dahin? Daddy? Yes! Sehr gut! Dann wollen wir hoffen, dass die guten Gene sich durchsetzen. Auch 5 Angriff. Oh, nice! Schau mal. Das ist ein Weibchen. Hässlich wie die Nacht. So mittel. Kann nicht wirklich was abbauen, aber wir können sie hier verheizen, um ein wenig aufzudecken, würde ich sagen. Ich meine, hier haben wir noch ein Weibchen und da haben wir noch ein Männchen. Leider hässlich und weiblich. Also das heißt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen aufpassen auf unseren einzigen hübschen Jungen noch. Die anderen sind nämlich alle immer ziemlich gruselig. Ah, Poison Fangs. Das ist natürlich fein hier. Er ist unser neuer Held. Der ist nämlich ganz hübsch und hat Poison Fangs. Da bin ich eigentlich großer Fan von. Also mit ihm können wir da, glaube ich, ganz gut weiterzüchten. So. Baby, kannst du dich hier schon bewegen? Nee. Wir haben halt nur 2 Nester. Das ist jetzt nicht so besonders gut. Da müssen wir noch warten. So, aber...
Du kannst ja sicher hier noch ein bisschen weiter. Und du, liebe Isme, kannst hier sicher auch noch aufdecken. Kannst du denn Beeren abbauen? Nein, auch nicht. Wir brauchen was zu fressen. Und wir finden kein zu fressen. Wir verheizen unsere ganze Population hier. Ohne, dass wir was zu futtern hätten. Das ist ziemlich böse. Aber ich meine, ich habe momentan, es sind weder Hasen hier, noch Bären. Beziehungsweise nein, meine Viecher können einfach keine Beeren abernten. Das ist das Problem. Hase. Okay. Immerhin. Aber, oh, ein Bärenbusch, ein Bärenbusch. Und meine Viecher können keine Beeren abernten. Kann niemand Beeren abernten? Niemand. Ich habe definitiv in die falsche Richtung gezüchtet. Ist halt nicht gut. So. Es tut mir echt leid. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Oh Gott, ich hoffe, ich kill ihn nicht. Alle meine Viecher werden sterben. Aber da können wir leider nichts machen. Ich glaube, hier die Wüste zu exploren, ist keine gute Idee, weil da nur diese hässlichen Kakteen sind, die dann auch noch Schaden machen, wenn man Essen aberntet. Oh nein, oh mein Baby ist... Mein Baby ist krank, nein! Okay. Immerhin 3 zu fressen. Sehr gut. Sie ist wieder schwanger. We can do it. Du solltest nicht krank sein. Warum bist du krank? Eine Cold. Okay, du bist da oben gestorben. Ich bin mal so frei und mach den jetzt einfach kaputt, weil es ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Und hier. Futter eingesammelt. Die kann ich nur nicht kaputt machen. Das ist problematisch. So, und du kommst immer nur einen Schritt weiter. Und ein Bärenbusch. Immerhin. Hier gibt's dann Fressi. Kann das Baby da weg? Nein. So, okay. Hey, immerhin. Das wird hier geerntet. Und ein bisschen haben wir hier noch zum Verheizen. Du sammelst das hier erstmal ein. Und dann gehst du hier hin. Oh! Und greifst diesen Gentleman an. Da haben wir dann gleich noch jemand Zweites zum Angreifen. Du gehst hier hin. So, Weibchen, Männchen, Weibchen. Du gehst hier hin. Du schwängerst sie. Yes. Gut, mehr wollen wir eigentlich jetzt wieder an diesem Punkt nicht machen. Weil sonst verheizen wir hier nur unsere Viecher. So, okay. Immerhin beide tot. Okay, schade. Ich hätte gedacht, wir könnten da vielleicht noch ein bisschen was zu fressen rausholen. Aber da habe ich falsch gedacht. Okay, dich will ich halt wirklich beschützen, euch Hübschen. Wir sehen alle gleich aus. Das ist halt das Ergebnis, wenn Eltern mit ihren Kindern und so weiter... Ich meine, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es... Das ist einfach furchtbar. Ah, sie ist jetzt aber erwachsen. Das heißt, sie könnte dann jetzt auch... warte mal, sie hat... Ja, sie ist noch jung. Okay, Mädel, du hast ausgesorgt. So sorry. So sorry. Okay. Hase wird erledigt. Sehr gut. Du bist noch jugendlich, glaube ich, aber du bist jetzt erwachsen. Baby, du musst hier
weggehen. Ach, scheiße, die haben ja wieder nur einen Movement Point. Hm. Okay. Das Baby, ja doch, das Baby kann sich schon bewegen. Sehr gut. Dann sie bitte nochmal schwanger. Die kleine Inzestfamilie. Das Baby kann dann hier gleich weg. Er kann er sie schon schwängern? Sie kann sich noch bewegen. Ja, einen hier. Und einmal hier. Okay. Und der nächste Tag bricht an. Okay. Okay. Ich meine, er stirbt jetzt dann eh. Aber, nein, er soll das noch kurz nutzen und mit seinem letzten Atemzug sie schwängern. Ich meine, sie ist gerade nicht schwanger. Das heißt, sie kann ihn auch angreifen. Eins, zwei. Das Baby geht hierhin. Du gehst dahin. Ihr bleibt da. Alles ist gut. Das Baby kann sich noch nicht bewegen. Okay, wir warten auf den nächsten Tag. Sie muss das Viech doch tot kriegen. Yes! Nice. Hat sie fast das Leben gekostet. Aber hey, so ist das Leben. Schwer und gemein. Ich würde sagen, das ist doch schon mal ein guter Punkt, um hier wieder die neue Folge anzufangen gleich. Ja, das sieht doch besser aus, oder? Ich meine, jetzt sehen sie zwar alle gleich aus, aber immerhin haben wir die Hässlichkeit rausgezüchtet, bis auf unseren einen Kollegen hier und das Baby, leider. Aber die werden... Boah, ich komme mir immer vor wie so wirklich ganz furchtbare Personen. Also ich möchte da jetzt keine Parallelen ziehen, aber der Darwinismus ist grausam. Und so ist dieses Spiel. Es sieht so süß aus und niedlich, aber es ist bockhart even und gemein und fies. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.